Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute mache ich wieder mal Belasche, aber nicht mit Hefeteig, sondern mit Kefirteig. Weil nicht viele können die Hefeteig vertragen und deswegen habe ich gedacht, werde ich das neue nachmachen mit dem Kefirteig. Weil ich habe heute auch Kefir abgesiebt haben, dann passt das alles richtig gut. Und ich habe für euch auch extra noch getestet, ob kann man diese Dinge auch im Heißluftfritteuse machen und nicht frittieren. Weil beim letzten Mal haben mir viele Zuschauer geschrieben, dass die zum Beispiel kein Frittierfett können vertragen. Aber heute ist das auch wirklich gemacht. Da sind die aus der Heißluftfritteuse. So sehen die aus. Und da sind die frittierte. Die sehen natürlich knuspriger und so weiter, aber schmecken tut sie dir beide gut. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute die zubereitet, dann bleiben sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Als erstes bereiten wir den Teig. Nehmen wir ein Ei, ein Teelöffel Zucker, und so ein gestrichener Teelöffel Salz. Verrühren wir erstmal. Und dann geben wir 250 ml Kefir. Aber liebe Freunde, alle Zutaten zu diesem Rezept stelle ich unten in die Beschreibung, wie immer. Dann zwei so eine gehäufte Esslöffel Schmand. Schmand, Creme fraiche oder kann man sogar auch saure Sahne nehmen. Als letzte ein Esslöffel Zitronensaft. Zitronensaft kann man mit Apfelessig austauschen oder sogar kann man gar nichts nehmen, weil Kefir hat schon genug Säure. Und dann den als letzte ein Teelöffel Backpulver. Und jetzt können wir das Mehl durchsieben. Ich habe mir jetzt nur 400 Gramm abgemessen, aber wenn es nötig wird, können wir immer noch dazu geben. Der Teig soll schön weich sein. Erstmal mit dem Löffel und dann nehmen wir schon die Hand. Auf die Hand, wie immer, gebe ich mir so ungefähr einen Esslöffel Öl und werden wir kneten. Mit dem Mehl wird immer plus minus sein, weil es liegt immer an Qualität von dem Mehl. So, das ist ein Mess-Esslöffel. Gebe ich erstmal drauf auf den Tisch und hole den Teig raus. Den Schüssel abreiben. Und in die Schüssel gebe ich ganz bisschen Öl, weil wir müssen unseren Teig ungefähr so 30 Minuten ruhen lassen. Den Teig von den Fingern abreiben, am besten sogar kann man gleich waschen und dann kneten. Schaut ihr, zusätzlich ein Esslöffel Mehl reicht völlig. Der Teig klebt nicht richtig gut. Wir müssen auch ihn nicht lange kneten. Schaut ihr, wie schön weich ist der. Jetzt legen wir in die Schüssel. Decken wir zu und lassen wir hier bei Zimmertemperatur stehen ungefähr 30 Minuten. In dieser Zeit bereiten wir den Füllung. Die Füllung werde ich machen mit dem gehacktes Halb-Halb, halb Rind, halb Schwein. Und dann brauchen wir auch noch für die Saftigkeit Zwiebeln. Zwiebel nimmt man mindestens die Hälfte von unserer gehacktes. Ich habe jetzt hier 400 Gramm gehacktes, deswegen habe ich mir jetzt geschickt, ungefähr so 200 Gramm Zwiebel. Den kann man klein schneiden oder einfach so schnell zerkleinern. Dazu gebe ich noch drei kleine Knoblauch. Am besten ziemlich feiner machen, dann haben wir mehr Saft in unserer Füllung. Das sieht schon gut aus. Ich mache nur das alles runter und noch ganz kurz verrühren. So, das wird schon reichen. Schaut, wie
feine Masse haben wir. Richtig Saft kommt aus den Zwiebeln. Und jetzt dann noch nach Geschmack anwürzen. Wenn euer Gehacktes nicht gewürzt, dann unbedingt Salz und Pfeffer dazu geben. Und ich gebe noch gerne die Fleischgewürze. Dafür habe ich auch ein Video. Da kann man auch dazu geben. Und dann noch oder ein bisschen Wasser dazu geben. Am besten, wenn bei euch noch Kefir übrig geblieben. So ungefähr 2-3 Esslöffel. Wird schon reichen. Und jetzt ist alles schön verkneten. Die Masse soll etwas weicher sein, nicht zu fest. Und wenn es der Fall ist, dass es zu fest ist, dann ein bisschen noch mal Kefir dazu geben oder Wasser. Ich gebe noch 2 Esslöffel Kefir. Insgesamt habe ich jetzt 5 Esslöffel Kefir dazu gegeben. Das wegen unserer Masse jetzt auch ziemlich hell geworden. So, das haben wir. Und jetzt können wir anfangen, unsere Belasche zu bereiten. So, unsere Füllung ist fertig. Der Teig steht auch schon eine halbe Stunde. Können wir jetzt auch alles zubereiten. Geben wir ein bisschen Mehl auf den Tisch. Holen wir den Teig raus. Schaut ihr, wie toll ist der. Richtig schöne, weiche Teig. Machen aus dem Säulen. Wurst und geben wir uns so viel Mehl, wie wir es brauchen, dass am Tisch es nicht klebt. Aus diesem Teig können wir ungefähr so 12 solche Teigtaschen machen. So, dann machen wir erstmal die Kugelchen. Den Tisch etwas mit Mehl bestreuen, dass die nicht kleben. Die Kugel haben wir jetzt fertig gemacht. Decken wir die zuerst mal mit der Folie und danach können wir Küchentuch oben drauf legen. Und dann können wir auch schon gleich Öl oder Fett stellen zum Aufheizen, weil das kann man gleich machen und gleich die auch frittieren. So, und jetzt können wir gleich schon anfangen. Wir nehmen gleich den ersten, was wir zur Kugel gemacht haben, und werden wir ihn ausrollen. So, nicht ganz dünn, aber auch nicht dick lassen. Und dann in die Mitte kommt die Füllung. Die Füllung etwas flacher drücken, dass er besser durch ist beim Braten. Und dann einfach so wie eine Harmonika machen. So eine Tasche wird. Die kann man so offen machen, aber die kann man auch komplett zumachen. Ich zeige euch beide Varianten und ihr könnt dann euch aussuchen, wie ist das für euch besser. Dann könnt ihr es richtig zur Mitte nehmen. So, einfach Teig ziehen und komplett hier zumachen. Bisschen Mehl und dann einfach flach drücken. Dann sieht es so aus. Und ihr könnt aussuchen, welche Variante für euch ist besser. So, ich möchte euch nochmal zeigen, etwas näher, wie es dir zumacht, dass die in die Mitte Loch bleibt. Er macht wie eine Harmonika so 1, 2, dann dreht er den Laden ein bisschen zu sich und nimmt er die nächste Stück im Teig und auch wieder 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1. Und dann einfach so drücken und es fertig. So, ich habe jetzt schon genug gemacht und jetzt können wir ans Herd gehen und die braten. So, schauen wir nach unserem Öl. Es zieht schon da an die Holzstäbchen. Können wir schon erste reinmachen. Und reinmachen unbedingt mit der Öffnung nach unten. Braten wir nicht in ganz heißem Öl.
Es muss auf die mittlere Hitze gebraten werden, dass es alles durch wird gebraten. Schön mit Öl begießen und ein bisschen bewegen, dass die an den Boden nicht kleben bleiben. Jetzt stelle ich die Hitze auf mittlere und brate jede Seite ungefähr so 4-5 Minuten. Müssen wir unbedingt nicht sehr stark braten, dass sie uns nicht verbrennen, aber innen drinnen werden die noch rum. Das müsst ihr auf das achten. Wenn man ein bisschen mehr Öl nimmt, ist es sogar noch einfacher zu arbeiten, weil dann stehen die im Öl. Und bis die braten, kann man nebenbei weiter die Täschchen herstellen. So, es sind jetzt ungefähr 4 Minuten vergangen. Drehen wir schon um. Und braten wir auf die andere Seite genauso lange. 4-5 Minuten. Eventuell kann man auch sogar den Deckel drauf machen, dass die Hitze im Topf bleibt, dass es richtig schön der Hackfleisch und der Teig innen drinnen richtig durch wird. Kurz vor dem Rausnehmen den Deckel einfach abmachen und die letzte Minute ohne Deckel braten. So, nach 4 Minuten können wir schauen. Da kam der Saft von Hackfleisch raus. Deswegen, wenn ihr wollt, könnt ihr auch zugeschlossene aufmachen. Und gibt man die immer in einen Topf oder Schüssel und deckt man zu, dass die schön warm bleiben und dann geteilt wird auch dann warm. Und so braten wir erstmal alle fertig. So, meine Lieben, für euch habe ich auch ausprobiert, 3 Stück in den Heißluftfritteuse und habe ich die gebraten jetzt auf 180 Grad Umluft 15 Minuten. Jetzt holen wir eine und mal schauen nach. Und das sind die, welche zu sind. Was gut ist noch mit den Heißluftfritteusen, dass jetzt kann man zum Beispiel diese Trennwand wegmachen, andere Teigtaschen hier reinmachen und einfach in Heißluftfritteuse warm stellen. Oder sogar kann man die hier aufwärmen. So habe ich das gemacht bei dem Hefeteig. Ich habe die alle hier gestapelt und warm gestellt. Und wo meine Kinder sind gekommen, waren die alle schön warm. Und jetzt werden wir mal den aufschneiden und mal schauen, ob er durch ist. Saftig ist er schon. Heiß, sehr heiß. So sehen die innen drin aus. Und jetzt muss ich einfach ein Stückchen probieren. Und da muss man ein paar Minuten Lena machen, weil hier mir kommt Teig nicht so richtig durch. Obwohl es sieht so wie roh, ist aber nicht roh. Das ist den Saft von den Hackfleisch und Zwiebel richtig innen drin. Eventuell kann man statt 15 vielleicht 18 Minuten backen. Aber es ist funktioniert und das habe ich euch jetzt gezeigt. So, und jetzt testen wir einen von frittiert. Nehmen wir uns eins und schneiden wir auf. Schön knusprig. Und so sieht es innen drinnen aus. Und wenn ihr geschlossene macht, habt ihr viel mehr Saft innen drinnen. Aber die auch so sehr saftig. Eine schöne, flüffige Füllung. Und der Teig ist richtig schön knusprig gebraten. So, liebe Freunde, ich habe jetzt euch so viele Varianten gezeigt, wie kann man diese Dinge machen. Es kann man machen, die mit Hefeteig, wie ich euch schon gezeigt habe. Es kann man mit dem Kefirteig es machen. Kann man die offen braten oder geschlossen braten oder frittieren oder in den Heißluftfritteuse machen. Und ich hoffe, ihr findet eine Variante für euch, was es für euch am besten schmeckt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, danach einen guten Appetit und ich würde mich natürlich sehr freuen über eure Kommentare, wie hat es euch geschmeckt, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute
und bis zum nächsten Mal. Tschüss.